Ja, hallo, grüße euch und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es wieder ein Thema zum Thema Börse und ich möchte jetzt mal eine Serie hinlegen, mich wöchentlich bei euch melden bezüglich drei Aktien-Tipps, die ich für mich selber so herausgesucht habe für 2021. Und ja, dann schießen wir auch gleich mal los, ohne längere Umschweife. Also mein Aktientipp ist nach wie vor die Gazprom-Aktie und hier zeigen wir mal kurz den Moving Average ein. Ich möchte euch hier nur mal ganz kurz zeigen, wo der aktuell liegt, und zwar der 200er, mit dem arbeite ich immer sehr gerne bezüglich langfristiger Investments, weil es doch letztendlich häufig sehr guter Indikator dafür ist, ob wir uns in einem Aufwärts- oder in einem Abwärtstrend bewegen. Ja, und zwar, wir sind also deutlich über den 200-Tages-Indikator gelaufen. Das hat dann ungefähr so, sagen wir mal, Ende November stattgefunden. Das verschiebt sich natürlich jetzt immer. Das heißt, das war ursprünglich hier unten, jetzt ist es hier oben, weil der ist ja letztendlich dynamisch. Und jetzt sind wir ungefähr bei 3, was den Moving bei 4,17, 200-Tages-Moving-Average, und er ist letztendlich noch absteigend oder sozusagen gerade im Umkehr, und das ist immer so ein Scheidepunkt. Wir sehen ja hier, der 200-Tages-Durchschnitt ist ja hier über Wochen hinweg gesunken, nachdem er sozusagen bis zur Krise hin, bis zum Lockdown gestiegen war. Das heißt, jetzt ist es eben gerade so, dass der so eine Art Coming Back hinlegt, und das ist eine sehr entscheidende Phase jetzt für diese Aktie, meiner Meinung nach. Mittelfristig, langfristig habe ich sowieso keine Bedenken bei der Aktie. Aber wenn jetzt einer sagen würde, okay, ich bin da noch nicht so richtig investiert, soll ich da noch investieren? Wie gesagt, Disclaimer ohne Gewähr, ja, also ich bin kein Berater und all diese Sachen, also ich vertrete hier nur meine persönliche Meinung und so weiter. Ihr könnt das auch alles in meinem Impressum nachlesen. Auf jeden Fall ist es hier so, dass ich sagen würde, okay, mittelfristig würde ich jetzt nicht unbedingt hier übermäßig rein investieren, sondern einfach Sparpläne weitermachen, wenn du sie sowieso hast, und ansonsten halt immer mal schauen, mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Ich nehme an, also ich habe es in den letzten Videos immer wieder gesagt, die 5 Euro könnten wir locker ankratzen und vielleicht sogar dann irgendwann wieder auf das Niveau von 6 Euro kommen. Aber es kann auch sein, dass wir dann wieder nochmal runterfallen und erst nochmal richtig Luft holen und nochmal richtig Schwung holen müssen und sozusagen auf der 4 Euro Marke, 4,20, 4,30 oder sowas, wo jetzt eben der 200er eben liegt. Und das wird sich in den nächsten Wochen meiner Meinung nach entscheiden, nächsten Wochen und Monaten. Und vieles von dem, was wir jetzt letztendlich erwarten, sozusagen der Wiederaufschwung und all das, das ist ja schon letztendlich auch mit eingepreist, auch sozusagen der größere Verbrauch von Öl und all diesen Dingen, die ich auch in meinen anderen Videos zum Thema Gazprom alle schon bereits erwähnt habe. Ja, der nächste Kandidat ist für mich Fraport, also eine von den wenigen deutschen Aktien, und ich habe jetzt 2 deutsche Aktien. Das ist eine davon. Die andere Aktie seht ihr wahrscheinlich auch in der Überschrift des YouTube-Videos, wird die SAP sein. Hier kurz ein paar Worte zur Fraport. Ich habe Fraport gekauft zweimal. Da war sie unter 40, einmal kurz über 40. Aktuell sind wir bei 47, also ich bin dort im Plus und so weiter. Aktuell ist es auch nicht besonders schwierig, in Plus zu sein mit Aktien, die man innerhalb der letzten Monate seit dem Lockdown gekauft hat, weil ja alles nach oben wieder gegangen ist, letztendlich, mehr oder weniger. Aber warum Fraport? Naja, das ist natürlich das Thema Tourismus. Ja? Also ich bin sehr, sehr vorsichtig mit allen Tourismusaktien. Bin auch dort nicht investiert, mit einigen wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel hier, auch nur mit kleinen Beträgen bei der Fraport. Was meine ich mit kleinen Beträgen? Kleine Beträge sind für mich, ist für jeden was anderes. Deswegen ist es letztendlich für dich selber auszumachen, was für dich ein kleiner Betrag ist.
Absolute Zahlen bringen hier keinen weiter, weil ich ja nicht weiß, mit wem ich mich gerade unterhalte. Ne? Also bist du jetzt gerade jemand, der Azubi ist noch, letztens war ein Zuschauer von meinem, hat einen Kommentar da gelassen, war noch Azubi oder was auch immer. Ja? Also von daher, was ist klein, was ist groß? Absolute Zahlen bringt absolut gar nichts hier zu besprechen. Ja? Können teilweise nur entmutigen. Oder frustrieren sogar, wenn einer ständig über seine Millionen Investments spricht und dann schaust du da als Azubi zu und ja. Also, warum Fraport? Fraport ist natürlich letztendlich Business. Ja, okay. Also, sämtlicher Frachtverkehr businesstechnisch, der ja nach wie vor weiter geführt werden muss und geführt wird, also quasi der internationale Hub. Letztendlich von ganz Europa für alle Frachtgüter, die über die Luft abgewickelt werden. Also wir reden hier gar nicht von Tourismus, von Lufthansa nach Mallorca oder irgendwelchen Passagierflugverkehr. Nee, wir reden hier rein von Business to Business. Und da ist eben Fraport einer der wichtigsten Flughäfen als Dreh- und Angelpunkt in ganz Europa zu sehen. Und von daher würde ich sagen, eines der wenigen Investments, die das Thema also Transport, Tourismus im weitesten Sinne irgendwie tangieren, wo man doch vielleicht investiert sein kann oder nach wie vor investiert sein sollte, für eventuell. Ich sehe auf jeden Fall wieder die alten Höhe, Hochpunkte, sobald wir wieder in normale Normalitäten gehen, ja, sehe ich überhaupt keinen Grund, warum wir nicht wieder auf das normale Level von 70 Euro hier mal kommen sollten. Und wo waren wir hier mal irgendwo 70 Euro? Das heißt, das ist nochmal hier nochmal ein paar hundert Euro mehr. Wenn du, sagen wir mal, jetzt halt 100 davon halten solltest, dann sagen wir mal, dann hast du nochmal 2000 Euro mehr oder sowas. Irgendwann. Okay. Dividende gibt es hier, glaube ich, keine, aber das ist jetzt auch jetzt erstmal da nicht so das Wichtige. Also das dritte Aktie, wo ich mir ganz genau anschaue, also SAP ist ja so, dass achso, hier wollte ich noch den 200-Tages-Ding einzeichnen. 200 Tage. Ja, sind überall drüber. Ja, ist ja auch irgendwie logisch, weil die letzten 200 Tage einfach extrem positiv waren. Dieses ganze Gemache hier. Dann zeichnen wir hier nochmal 200 Tage ein. Safe, okay. Bei SAP sind wir jetzt bei SAP. Ja, hier oben steht's. Also bei SAP ist es so, dass wir hier die schlechten Zahlen hatten. Turnover, also Umsatz und so weiter. Also SAP ganz kurz dazu. Ich bin hier relativ voreingenommen, weil sagen wir mal, 90% meines Tagesgeschäfts hat irgendwie indirekt oder direkt mit SAP zu tun. Daher kenne ich die Firma auch sehr gut. Das heißt, ich bin dann im weitesten Sinne auch recht gut informiert, wie es um denen ihre Produkte steht und so weiter. Ne? Also ich arbeite nicht direkt für SAP, von daher es ist es auch kein Insiderwissen. Ja, was ist Insiderwissen, was nicht? Ne? Wenn ihr jetzt halt über fünf Ecken rum jemand was erzählt, ist es dann noch Insiderwissen, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben halt ihr ganzes Problem, dass sie gerade komplett auf die Cloud umsteigen. Das ist halt bei einigen, bei allen, ja, kriege ich es heute noch mal raus, bei allen Softwareherstellern so. Nur bei einigen, die kriegen es halt besser hin wie die anderen. Ja, also zum Beispiel Salesforce, Microsoft und so weiter, die haben es halt einfach besser hingekriegt, SAP mit ihrer, sagen wir mal, Oldschool-Kundenbasis, die sie auch, sagen wir mal, in Deutschland und so weiter haben, mit denen ich teilweise telefoniere, ja, täglich teilweise. Die sind halt teilweise noch so wie mit On-Premise, die wollen gar nichts von Cloud wissen, sind sehr noch, wie soll man sagen, skeptisch, rückständig, auch teilweise auch im Mindset. Und wir reden hier auch teilweise von großen Firmen und so weiter, die halt einfach überhaupt nichts wissen wollen von diesen Cloud-Lösungen, reinen Cloud-Lösungen, die halt letztendlich
Hersteller wie SAP etc., Salesforce, Microsoft etc., etc., die alle die Wirtschaft zwingen wollen, da umzusteigen, weil sie dann eben noch mehr Geld verdienen können, mit weniger Input, mehr raus, ja, Skalierbarkeit, weil das Ganze letztendlich alles nur noch auf irgendwelchen Serverfarmen gehostet wird, die ganzen Applikationen und so weiter. Das heißt, man kann hier mit einem Mausklick das Ganze viel besser supporten, skalieren und so weiter und so weiter. Ich könnte hier ein ganzes Video draus machen. Also am besten in die Kommentare mir schreiben, wenn ihr wollt, dass ich mich mal 2 Stunden hinsetze, mich komplett dafür vorbereite und dann nur ein Video zum Thema SAP mache. Ja, weil es gibt ja so auch so Bernica TV oder Jens Rabe oder wie hieß er nochmal da? Lars Eriksen, nein, das war es nicht. Wie heißt er? Ich glaube, Bernica, so ein etwas älterer Herr, der meinte, naja, in einem Jahr sehen wir die SAP auf 150 Euro. Ich weiß nicht, wie weit der halt jetzt direkt mit SAP zu tun hat und sich da so genau auskennt. Die haben schon auch intern Strukturen, die sich gerade wissen teilweise selber nicht genau, was sie jetzt mit dem Mid-Market machen sollen. Mid-Market kommen sie so gut wie gar nicht rein, ja. Da stehlen ihnen gerade Microsoft, Salesforce und Adobe in die Cloud, gerade die Kunden im CX-Bereich E-Commerce. Adobe hat Magento gekauft, bla 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 bla. Ja, 10.000 Sachen. Also wenn ihr wollt, ich nur ein Video über SAP. Ja, nur SAP und das ganze Thema. Ich bin hier extrem vorsichtig. Ich glaube nicht, dass die einfach diese gleiche Beständigkeit haben, ja, wie jetzt eine Microsoft. Ich bin etwas übergewichtet in Microsoft und was habe ich vorhin noch erwähnt? Adobe, Microsoft, Salesforce. Also das schwerste Gewicht habe ich in Microsoft, weil ich auch mit Microsoft viel zu tun hatte in meinem Leben schon und auch meiner Meinung nach, ja, das sehr gut einschätzen kann. Und da einfach viel besser schlafen kann mit einer Microsoft-Aktie im Depot, da wo ich vielleicht 10-20% jetzt anteilig mehr habe. Ich habe in verschiedenen Depots habe ich Microsoft mit drin und von daher meine Meinung, also ich würde jetzt hier nicht übermäßig viel investieren. Die brauchen noch 2, 3, 4, 5 Jahre, bis sie sich sozusagen selber wieder hingerüttelt haben und dann ist hoffentlich dann da aus dem Ganzen mit Christian Klein dann noch, also quasi dem aktuellen CEO und so weiter, dass die sich dann wieder sozusagen verjüngt haben und alles ist gut und dann auch der letzte Mittelständler in Deutschland sein On-Premise-Gefrickel dann in die Cloud verschoben hat. Ich kann mir gut vorstellen, die haben jetzt nochmal das Ganze verlängert wegen Corona und so weiter und so weiter. Ja, also wie gesagt, eigenes Video. Die Mittelständler nutzen dann das auch bis zum letzten Ding. Aber viele Mittelständler machen sich jetzt auch gerade Gedanken, SAP ist das überhaupt noch? Ja, die zwingen uns da jetzt, das alles so zu machen. Und wenn die uns schon zwingen, jetzt in die Cloud zu gehen, dann können wir ja auch vielleicht, dann können wir ja gleich Microsoft einsetzen, weil das irgendwie nur die Hälfte kostet und so weiter und so weiter und so weiter. Wie gesagt, also SAP könnte ich eine Stunde lang ein Video hier machen. Wir sind jetzt auch schon bei Minute 30. Ich denke, das waren jetzt die 3 Aktientipps für diese Woche. Die KW1, ja, 2021. Wenn euch das jetzt so ein Format einigermaßen getaugt hat, hinterlasst mir einen Kommentar. Wollt ihr noch mehr so Aktien, wo ich so ein bisschen Insiderwissen habe, Anführungsstriche, ich hoffe, ich werde hier nicht strafrechtlich verfolgt, was da Kuckuck was, ja. Ansonsten ist es ja auch ein Witz. Ja, ganz ehrlich, wenn ich hier nur über Aktien spreche, von denen ich selber keine Ahnung habe, ja, wozu soll ich dann überhaupt hier einen YouTube-Kanal machen oder irgendwas, ja. Also irgendwelche Charttechnik und Gedöns, wie 50.000 andere Leute halt auch, ist langweilig, ja. Also ich meine, das machen ja alle irgendwie, die ganzen Markus Koch und Ericsson, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, die sich halt irgendwo Infos rausziehen und das Ganze nochmal bündeln und dann einfach nochmal ihren YouTube-Kanal wiedergeben, ja. Ist halt einfach reiner Journalismus so gesehen. Einfach nur Informationen bündeln, nachplappern, ja, und eine eigene Meinung dann noch mit reinmischen, ne, aus Erfahrungsschatz. Und das kann man natürlich auch viel besser, indem man, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt natürlich 30 Jahre nichts anderes gemacht hat, außer irgendwie rumzutraden, dann hat man natürlich schon auch Erfahrungen, die man da mit reinbündeln kann. Ja, nichts anderes mache ich ja auch.
Nichtsdestotrotz ist da nochmal ein großer Unterschied. Gibt es Firmenaktien, Nischen, Branchen und so weiter, mit denen ich explizit en Detail sozusagen Deep Dive Kenntnisse oder Erfahrungen oder auch ganz aktuelle, sagen wir mal, na, ihr wisst schon, was ich meine, zu tun habe. Also wenn ich über Aktien berichte aus der Automotive-Industrie und ich arbeite mit irgendeiner Art und Weise mit den drei größten Herstellern zusammen in meinem täglichen Leben, dann habe ich da einen ganz anderen Einblick, ganz andere Nähe, ganz anderes Gefühl und ganz andere Kenntnisse unter Umständen und Informationen auch, als wie wenn ich halt einfach nur ein Journalist bin, der halt über alles und Gott und die Welt berichtet, ja, und einfach nur sich Informationen, die schon eh schon da sind, nochmal neu aufwärmt, vereinfacht vielleicht und dann nochmal darstellt, wie halt ein Markus Koch oder was weiß ich, ja. Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und ich hoffe, es passt soweit für dieses Video. Letztes Mal habt ihr mir wirklich viele coole Kommentare und Likes dagelassen mit den meinen ganzen Gazprom-Aktien, Videokursen und Video-Dingern halt, ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin und haltet die Ohren steif. Tschüss. Ja, abschalten. Jetzt könnt ihr abschalten, YouTube abschalten und was fleißig lernen, weiterbilden, ja. Und nicht gleich nochmal jetzt nochmal 3 Stunden gucken. Ja? Okay. Weil es ist ungesund. Zu viel Social Media ist Kacke. Ja? Abschalten. Bist du immer noch dran? Klick. Oder hier abonnieren und den nächsten von mir. Ja? Mein Kanal dürft ihr gucken. Ja, klar. Logisch. Okay, jetzt mache ich auf Stopp. Aufnahme. Stopp.